Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Dingenskirchen. Ich baue gerade was. Und zwar. Mal gucken. Da ist er. Ne, ist er noch nicht. Mann, drück mal den falschen Knopf. Eisenspeer fertigen. Also, ich mache für jeden jetzt einen Eisenspeer Stufe 3. Okay? Okay. Das ist schon mal gut. Knüppel. Kann einer von uns eigentlich schon einen geileren Knüppel machen? Muss ich gleich mal gucken. Holzknüppel Stufe 1. Also ich nicht. Ich glaube, das liegt auch wieder daran, was man skillt und was wieder nicht. Und also, können wir erstmal das da reinmachen. Ach so, wir sind ja schon in der Nacht. Ja. So ein little bit, ne? Ja, was hast du denn hier gemacht? Ah, willst du eine Bridge bauen oder was? Ja, wie gesagt, da sollen die Zombies hoch und runterfallen nachher. Das kommt noch. Ich brauche okay. Ich brauchte erstmal nur Material dafür, welches ich nicht hatte. Ey, warum ist denn hier alles auf? Hast du hier ein Loch in die Wand gemacht? Nee, eigentlich nicht. Boah, krass, der macht 100. 170 Schaden, aber dafür braucht er auch. Wer weiß wie viel. Nach geht noch nicht. Ui, Haupteingang. Geht los. Ja, ich brauche noch einen Moment. Der Sven hat seinen Seat Ibiza mit den dicken Felgen und mit der Tieferlegung geparkt und jetzt geht das los hier. Okay. Also wollen sie richtig aufs Maul. Ja. Also verdient dann auch, ne? Ja. Der so eine Possenpferd, der. Öl. Ein, zwei, so eine Prollkarre fährt, auf jeden Fall verdient. Ja, wer so krass auf Welle macht. Oh, die sind alle auch ziemlich schnell auf dem Weg hier. Ja, ist ja Nacht, ne? Da machen wir auch gleich mal Welle, ne? Das ist die perfekte Welle. Okay, aber da müssen wir wirklich schnell rushen. Ich baue mich immer schnell hier rum. Lalilu. So. Geil. Die Fotzen. Da sind sie. Ja, ich komme mal runter. Ja, rechte Seite vom Haus. Das war wieder blöd, aber egal. Ich habe jetzt einen Speer, der euch anzündet. Ah, du bist ja richtig der krasse Motherfucker. Digga, du kommst halt wie Gandalf. Fluffenspeer. Keine Ausdauer mehr? Was ist denn da los? Kommst du klar? Ohne Schreien, Alter. Vogel, pass auf. Hier ist eine Leiter bei mir, komm. Ich kann nicht, ich kann mich kaum noch bewegen. Ich weiß noch. Oha. Sie wollte gerade mega den K1-Kick geben hier. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ah, die ist hier bei mir.
Warte. Aber nicht mehr lange. Die ist in die Pule gefallen, muss ich sagen. Ja, okay. Wir müssen hier unbedingt unseren Graben weiterbauen, weil das ist jetzt die einzige Seite, wo sie noch ans Haus ran können hier. Guck mal, ich wundere, wenn ich was hier abgerissen habe. So, ich geh jetzt erstmal rein. Oh, was hast du hier Schönes gebaut? Ich will das hier rundherum. Ja, dann mach das aus Stein und nicht aus Holz. Ja, hab ich Stein? Nein. Ich will das, ich grade das hier alles ab. Achso. Es geht nur darum, dass wir rumlaufen können. Okay. Dass wir von allen Seiten noch snipern können. Ja, ja, klar, das ist immer eine gute Idee. Hast du schon mal weiter geskillt, dass wir mittlerweile Spitzhacke Stufe 3? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal. Spitzhacke Stufe 3. Was musst du denn dafür spielen? Bergbaugeschichte. Musst du mal reingucken? Ich habe immer nur noch zwei, die anderen sind noch mit Schloss vor. Ja, dann musst du. Das habe ich dir auch schon mal erklärt. Pass auf. Du gehst auf die Skills. Ja. Und wenn er dir dann sagt, hier bei Bergbau, was ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Bei Muskeln und dann. Ganz Muskeln. Dann sagt er dir ja. Irgendwann, du brauchst Stufe so und so. Und zwar immer von dem obersten Attribut. Stärke zum Beispiel. Das heißt, du musst Stärke skillen. Ach so. Auf Milchtrinker, Weichei, Fit. Um dann den Bergbaumeister oder Hauptader, ich glaube Bergbaumeister ist das mit den Werkzeugen. Spitzhacken, Schaufeln, Erdbohren. Achso, das habe ich gar nicht wahrgenommen, dass man die auch. Ja, ja guck hab mal, ich wenn jetzt du mal gemacht. Bei Bergbaumeister Kumpel bist, kannst du zum Beispiel schon Qualität 4 fertigen. Aber wir brauchen erstmal 3, weil wir haben nur 2 bis jetzt. So, ich komme nicht klar gerade. Ich will so viel Müll im Inventar habe, was ich gar nicht brauche eigentlich, aber irgendwie doch. Das nochmal damit rein. Pflasterstein immer machen. Dauert ein bisschen. Und dann kann ich demnächst weiterbauen. Achso, was brauchte ich eigentlich nochmal für so ein Beet? Ah, da brauchst du Gammelfleisch, Nitrat, aber ziemlich viel, ich glaube 25. Das ist so blöd. Mal gucken wir mal, wie viel ich habe mittlerweile. Bisschen Nitrat habe ich ja gesammelt, 30. Ein Beet könnte ich schon. Ja, lass uns das dann aber irgendwie Highground machen und nicht. Meinst du? Ja, lieber irgendwie auf dem Dach hier irgendwo am Rand oder was. Wenn sie dann aber irgendwas kaputt machen, geht's kaputt. Wenn wir es draußen hinbacken, ja, aber stört das dann keine Sache. Dann müssen die das ganze Haus zerstören, wenn du es auf dem Dach oben in der Mitte machst oder so. Mhm. Mach das oberste Dach, was wir haben, ganz oben drauf. Da haben die schönen Pflanzen noch Licht. Nitratpulver, Lehm, unverrottetes Fleisch. Ich hatte doch eben... Wo ist denn das jetzt hin, das Nitratpulver? Ich mach mal einen fertig, ne? Die Frage ist nur, was wir anbauen. Da muss ich gleich nochmal kochtechnisch mal gucken. Oh, Eisenschlag, den kann ich machen. Jagdmesser. Leder, Klebeband, mechanische Teile, geschmiedet.
Hier eine Feueraxt. Okay, Chefkoch. Ich glaube, so Gemüseeintopf, das war so mit das Geilste. Was gilt? Gemüse. Esse ich nicht. Bio ist für mich Abfall. Da ist der Chefkoch. Kann ich schon wieder nicht. Ey, es ist so. Attribut Stärke auf Level 3. Ich glaube, dieser Wildbret-Eintopf, Gemüse-Eintopf, damit sind wir schon fit. Sofern wir uns das selbst erarbeiten können. Naja, gut. Wo willst du den hinhaben jetzt? Auf dem Dach, sagst du. Ja, du brauchst aber noch eine Leiter irgendwie. Guck mal schnell, ob ich die machen kann. Warum brauche ich noch eine Leiter? Hier ist da eine. Ja, ich will das oberste Dach, meine ich. Ganz oben. Shit, ich hab da... Ich komm hier eh nicht hoch, weil ich gerade zu doof bin. Zu behäbig. Machst du doch behindert. Ja, kannst du da oben noch zwei Leiter reinklatschen? Ich habe kein Holz mehr. Zwei, sagt er? Ja. Komm nicht hoch. So, hier oben jetzt immer rundherum, weißt du? Wäre doch geil. Ja. Wir haben uns aber auch so ein kleines Kackdorf ausgesucht hier, ne? Naja, passiert. Wir sind halt Dorftrottel. So, jetzt ist die Frage. Einen Samen habe ich ja unten schon. Welcher wird es? Welcher wird es? So, ich habe Yucca-Samen. Ich habe Pilzsporensamen. Ich glaube, den würde ich sogar als erstes nehmen, weil den brauchen wir für die Gemüsepfanne, glaube ich. Pilz hören sich mal geil an. Ja, und ich glaube, den würde ich jetzt mal eben da oben hinkloppen. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich bin ganz oben, aber ich habe richtig Hunger. Also bin auf null fast. Ich glaube, ich bringe mich immer um. Okay. Ich wollte damit sagen, eigentlich... Na? Oh, kommt der Ochse halt schon wieder nicht hoch. Was wollte ich sagen? Ich weiß es auch nicht mehr. Eigentlich wollte ich was... Achso, ich habe noch einen Speer für dich. Ja. Lass mal, drop ihn mal runter. Ja, Moment, warte, ich komme mindestens hier eben runter. Tü-lü-lü. So, wo ist er da? Tommy, Baby. Dankeschön. Hier, warte, willst du essen? Ich habe dreimal Wildbret naja, noch. Ich bring mich jetzt aber auch trotzdem um, also. Okay, dann bring dich lieber um. Muss nur so geil sein und dann nicht auf meinen Vorsprung. I believe. I can ich brech meinen Knochen. Scheiße. Ey, es hat gar nicht mal wirklich was abgezogen. Dreck, scheiße, ich bin verletzt. Mann. Es ist wieder Tag. Oh, das ist noch ein Speer. Du hattest hier vorhin. Hast du mir einen Speer gegeben? Ach da. Eisenspeer. Hat er nicht gebrannt vorhin bei dir? Ah ja, aber dafür brauchst du eine Mod, die ich gefunden habe. Okay. Brennender Schaft-Mod. Die brauchst du dafür, sonst bringt das nichts. Immer was austesten. Ich möchte gern immer noch, dass du skillst, damit ich besser Dingenskirchen machen kann. Ja, geht gleich los. Ich will was austesten, aber. Junge, skillen kann ich nur, wenn ich Punkte habe und die habe ich nicht. Ah. Selbe Problem wie ich. Wir können noch mal eine Tour machen, irgendwo uns ein Haus suchen, was wir noch nicht
kennen. Gelehrt haben. Ey, wenn ich jetzt wieder nichts im Inventar. Ich habe wieder nichts, Mann. Wie kann das denn sein? Ich habe nichts umgestellt. Das ist dein Verräter-Server. Vielleicht. Weißt du, will er mein ganzes Loot klauen, wenn ich sterbe, du Verräter. Okay, ein Grüner kommt auf uns zu, Haupteingang, den könntest du sehen. Naja, auf uns zu. Torkel da hinten beim Auto ein bisschen rum. Ja, der ist voll. Der war auf dem Junggesellen von Beate gestern. Oh. Und wie war das? Der Stribber war das. Der Stribber! Einer muss noch, ne? Ja, einer muss noch. Wo ist denn meine Schaufel? Ich hab doch eine Schaufel gehabt. Also wir brauchen mal noch einen Eingang von der Seite hier. Sonst dauert das ja mal ewig. Da nein, ich baue hier einen richtigen Eingang. Nee, ich meine, ach nee, das geht hier gar nicht. Achso, doch, jetzt haben wir hier eine Möglichkeit. Nee, es geht darum, um in die oberste Etage zu kommen. Musst du ja immer sonst hin und her laufen beim Haus und das ist echt ätzend. Ja, das stimmt. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Shape. The shape of water. Shape of you. Schräge Spitze, ich brauche eine Rampe. Vorhin hatte ich sie noch gesehen. Also. Zerstört 6. Das brauchen wir nicht. Also wir haben 43 mal Fleisch oben, ne? Wenn du mal Lust hast. Ja, mach ich gleich nochmal. Okay, fangen wir noch von vorne an. Meine Güte. Ist das viel gerade? Schrägen, nehmen wir das mal so. Rampe. Rampe! Ich will hier eine Rampe haben! Der Biber will. Was ist denn das für ein Audi? So, was ist da? Trinkflasche. So, bitte. Achso, hier haben wir auch einen Eingang. Oh, alles klar. So, wollen wir mal irgendwie irgendwo. Geht gerade nicht. Spazieren? Ich will jetzt endlich das hier oben so weit haben, dass ich die erste Falle habe und so. Okay, sonst geht immer eine Runde aufs andere Schiff. Mann. Ja, ich muss jetzt mal eben ein bisschen bauen, damit wir auch mal einen richtigen Eingang kriegen und so. Verstehst du? Geht der? Nee, verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Dein egoistisches Verhalten. Okay. Dann. Please leg you gehackt. Okay. Du willst meinen Pfeiler kaputt machen, du Schlampe. Junge, bleib doch einfach da stehen, du Bastard, Alter. Ich bin das nicht mit dir, komm her. Jetzt reicht's mir! Boah, der ist ja echt gay, dieser Hammer. Der ist ja noch schwerer zu bewegen als der andere. Belastend. Mhm. Because of you.
ich um mein Holz, ich um mein Holz. Alter, hier das Richtige zu finden, ist schon der Horror. Richtige zu finden? Ich gehe mal zum Haus am Ende der Straße. Mhm. Da waren wir auch noch nicht. Erstmal Kaffee am Morgen, ne? 6 Uhr, können wir machen. Ja, mach mal. Guck mal. Shit, 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 shit. War das das? Rampe, Neigung, Füller? Nee. Hieß denn der Rotz noch, den ich da immer gebaut hab, ey? Pfosten, rund. Schwierig, schwierig. Oh, ein blaues Haus. Ui, hä? Sieht aus, als wenn da eine Bombe eingeschlagen wäre. Sehr einladend, da gehe ich rein. Sehr einladend. Komm, wir gehen nochmal rein. Da ist ein grünes Haus, wo auf dem Vordach so eine Feuertonne brennt. Auch interessant, muss man mal sagen. Penners. Da hängen die Penners rum. Penners? Okay. Das sind bestimmt nette Menschen. Vielleicht. Ich finde das nicht mehr. Ein Auto mitten in der Küche. Ich finde das nicht mehr. Und ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Schießscharte. Das ist es nicht. Aber ungefähr so sah es aus. Bei der Schrägen. Schräge 60%, die könnte es sein. Flasche mit Säure, nehme ich mit. War das das? Nee. Ich glaube, der wäre das gewesen. Dann da vorne. Oh, shit, ich bin in den Keller gefallen. Oh, scheiße, hier sind richtig viele. Scheiße. Warum machst du denn sowas immer? Alarm für Gruppe 11. Komm aus der Nase, warte auf Versteckung. Maka, du machst mich fertig. Bin hier, aber ich habe ihn gleich. Warte. Oh mein Gott. Ich bleibe erstmal kurz im Keller, weine eine Runde. Mhm, mach mal. Und wenn die nächsten kommen, dann sage ich dir Bescheid. Finde ich nice von dir, auf jeden Fall. Immer diese Mistfick-Keller, wo du einbrichst, ne? Ich hasse das, Alter. Nee, da müssten wir eigentlich nochmal machen. Ich darüber? Ja. Ist doch einfacher, ne? What? 5000, das ist too much. Das ist so viel. Das ist so viel. Oh mein Gott. Ist so süß. Ich bin ins Loch gefallen. Hallo? Hilfe? Karl, wo bist du? Gut. Die sind bestimmt nur nette Menschen im Keller. Warum habe ich eigentlich Angst? Ja, die werden dir bestimmt nichts tun wollen. So, wo war das jetzt? Irgendwo habe ich jetzt vorhin die 60, schräge 60% da.
Oh, oh yeah, man. Sexy Lady. Sexy Lady? Mhm. Ja, Mann, ich habe 9 von diesen Mechanikteilen gefunden. Nein, ich habe keine Dings mehr. Das kann nicht angehen. Boah. Alter, jetzt ist hier Schluss, ihr Fotzen. Jetzt klatscht das richtig, ey. Zwiegert. Wie dir? Bruder, der sieht aber blutig aus, ne? Der hat Blut geleckt, der Kollege. Spricht er eigentlich mit mir? Mal ganz ehrlich. Oh, meine Folge ist schon wieder vorbei. Oh, ich hab... Mann, meine lieben Zockerstachel. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge 7 Days to Die. Bis dann, ne? Ciao, ciao.